Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. So, wir sind erfolgreich aus Seegson Communications entkommen und jetzt sind wir wieder per Aufzug in das Gebiet zurückgekehrt, wo wir letztes Mal dem Alien entkommen sind. Ich hoffe nur, dass es sich mittlerweile verzogen hat. Es wird ja hoffentlich nicht die ganze Zeit hier auf mich gewartet haben. Hoffe ich. Was zum... Oh Gott, hinter mir ist was. Nur für den Fall der Fälle schön hinter mir alles zugemacht. So, war hier nicht irgendwo eine Speicherstation? Oh, die war weiter vorne. Ha, toll. Scheiße. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, die wird jetzt nicht so einfach zu erreichen sein. Ach so, das, was mir da hinten angezeigt wird, ist ja mein Ziel. Ach, ich denke jedes Mal gerade, dass mir dadurch ein weit entfernter Gegner angezeigt wird. Warum ist hinter mir was? Oh Gott. Bitte lass mich speichern. Alter. So. Oh Gott. Ist das das? Transit zu Solomons Habitat? Nein, Maschinen. SkyMed-Turm, das ist rechts. Technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Dort. Solutions. Ich laufe einfach durch. SkyMed. Oh, okay, und ich bekomme die Trophäe. Sie sollten nicht hier sein. Puh. Ja, das ging ja jetzt doch erstaunlich ereignislos vonstatten. Ich dachte, das Alien würde jetzt wieder aufploppen. Vor allen Dingen dachte ich, ich müsste erstmal die Transitstation rufen und dann ist wieder Höllenlärm die ganze Zeit und ich muss mich vor dem Alien verstecken, bis das Ding da ist. Das war der Ablauf, den ich ehrlich gesagt erwartet habe. Aber ich bin dankbar dafür, dass es doch einfacher war als gedacht. Puh. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt erfolgreich den nächsten Auftrag bekommen. Beziehungsweise die nächste Mission erreicht, oder? Oh, alter Leute, ich habe gerade auf dem Guide noch einmal nachgeguckt. Ich war jetzt so konzentriert darauf, vor den Androiden zu entkommen und so weiter und so fort, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass ich ja tatsächlich noch ein paar sammelbare Gegenstände hier oben übersehen habe. Was ich jetzt getan habe, ich habe den vorigen Speicherstand noch einmal neu geladen, glaube ich. Der war ja kurz bevor ich die Transitstation betreten habe. Dann bin ich noch einmal zurückgegangen, in diesen einen Aufzug. Und ich konnte ihn zum Glück noch einmal benutzen und bin wieder hier in diesen Kommunikationsturm gekommen. Und das Krasse ist, als ich hierhin zurückgekommen bin, sind gar keine Androiden mehr hier. Die sind alle weg. Wie geil ist das denn? Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich, dann, ja. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das genauso gemacht, wie ich es gerade eben gemacht habe. Ich wäre zuerst weggelaufen, hätte dann unten vielleicht gespeichert. Naja, wobei eher nicht. Ich wäre dann direkt wieder mit dem Aufzug hochgefahren. Und dann hätte ich hier alle sammelbaren Sachen eingesammelt, die es noch gibt. Okay, perfekt, Leute. Das ist natürlich der Hammer. Also, eine der Sachen, die wir verpasst haben, war hier unten. Sevastolink. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich mich eben nicht durch die Räume an den Androiden vorbeischleichen wollte, sondern an diesen schmalen Gängen entlang. Diesem Gedankengang ist es natürlich geschuldet, dass ich das hier überhaupt nicht erst entdeckt habe. Und ohne den Guide wäre ich definitiv dran vorbeigelaufen. So, Anruferkennung, bla bla bla, was ist da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet und Apollo, bitte warten, Ihr Anruf wird umgeleitet. Hallo, mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo, bitte warten, Ihr Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe, ich bin in meiner Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und Apollo, bitte warten. Alter. Anrufregister Nachmittag. Verbinden Sie mich mit dem Büro des Marshall. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand meinen Laden aus. Ich, Apollo, ja. Er ist weg. Es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Apollo. Ja.
Immer werden die Anrufe umgeleitet. Meine Fresse. Als ob sie gar nicht wollen, dass die Leute hier Hilfe bekommen. Die sollen schön alle auf sich selbst gestellt bleiben, oder was? Miese Drecksäcke. Okay. Ja, ich gucke mich hier noch schön weiter um. Ah, eine Ausweiskarte. Sehr schön. Hier kann ich nochmal auf eine Neuverkabelung zugreifen, meine ich. Ja. Luftreinigung. Wir können Lautsprechersystem. Nee, lieber lassen wir lieber aus. Nicht, dass wir dadurch das Alien auf den Plan rufen. Beleuchtung lassen wir auch lieber an. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Komponente B! Ja, guck mal. Ich werde, glaube ich, vorsichtshalber nach wie vor. Naja, wobei ich glaube, das Alien wird hier nicht auftauchen. Glaube ich. Gucken wir mal. Wie sieht's jetzt komponentenmäßig aus? Einigermaßen gut. Wäre ich jetzt in der Lage, eine EMP-Mine zu bauen? Ja. Alter, ich brauche sogar drei volle Ladepacks. Wie krass ist das denn? Zwei Sensoren, zwei Bindemittel, eine subkutane Impfpistole. Ja, okay. Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie, wann man so eine EMP-Mine gebrauchen könnte. Und vor allen Dingen, ja, auf diese Weise kann ich meine ganzen Komponenten auch einigermaßen sinnvoll benutzen. So, bastle ich mal. Eine EMP-Mine. Hat scheiße viele Ressourcen gekostet, aber das war es dann hoffentlich auch wert. So. Okay. Dann habe ich hier eine ID bekommen und die beiden Logs. So. Und ich glaube, die anderen Sachen waren hier. Genau. Hier finden wir unseren allerersten USCSS Nostromo-Log. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crew-Logs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tedus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Mein regulärer wissenschaftlicher Offizier wurde ersetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der Neue weiß, was er tut, aber 2 Tage Vorwarnung für sowas ist einfach verrückt. Ich hätte gerne eine Erklärung. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald wir Bescheid kriegen. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Okay. Wart mal, Nostromos? Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tidus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Moment. Transportkoordinator bitten. Mein regulärer War die Nostromo nicht das Schiff aus dem ersten Alien-Schiff oder war das ein anderes? Verwechsel ich das gerade? Ausweis sammeln. Für sowas ist einfach verrückt. Ich hätte gerne eine Erklärung. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald wir Bescheid kriegen. Dallas, Captain der Nostromo, Ende. Das hier ist ja die Sevastopol und unser anderes Schiff, das war ja die irgendwas. Hast du das gehört? Shit. Geh am besten hin, wo du herkommst. What the f? Nee, ne? Scheiße. Wo kommen die denn jetzt her? Ich dachte, hier wäre keine Sau. Scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt meinen vorigen Speicherpunkt laden. Dreck! Ach ja, ganz große Scheiße. Dreck! Warum waren da jetzt auf einmal Menschen? Die waren da doch vorher nicht. Ah, na toll. Jetzt habe ich viel zu spät auf den Tod reagiert. Und ja, der vorige Speicherstand, den ich jetzt geladen habe, der war schon hier in der Transitstation. Also mit anderen Worten, die ganzen Sachen am Ende von der Mission, die werde ich leider im Nachhinein irgendwann noch einmal sammeln müssen mit der Missionswiederholung. Ich bin ja zum Glück in der Lage, jede einzelne Mission noch einmal zu spielen, wenn ich es möchte. Wenigstens etwas. Aber ich bin mir jetzt unsicher, wenn ich jetzt die vierte Mission noch einmal von neuem starte, starte ich dann mit dem gleichen Inventar wieder? Alter. Oh, ich dachte schon.
Ich dachte schon, Momentchen. Also jetzt ist halt die Frage, wenn ich das vierte Kapitel noch einmal wiederhole, starte ich dann mit den gleichen Komponenten wie beim ersten Mal, als ich ins vierte Kapitel reingestiegen bin? Und falls ja, entstehen dadurch irgendwelche Nachteile für mich? Zum Beispiel, keine Ahnung, werden gewisse Trophäen für mich gesperrt, wenn ich irgendein Kapitel wiederhole? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich eher dazu verleitet, jetzt einfach nur diesen Spielstand zu nehmen und drauf zu scheißen. Es sei denn, ich bin hiermit wieder in der Lage, zurückzufahren, aber das bezweifle ich mal ganz stark. Das wird ja stark von der Story abhängig sein. Das bedeutet, ich werde hiermit bestimmt nicht zurückfahren können. Ja, kleiner Augenblick. Ich werde jetzt mal offscreen gucken, ob ich überhaupt in der Lage bin, das vierte Kapitel noch einmal neu zu laden. Und währenddessen gucke ich online auch nochmal, ob es irgendwelche Nachteile für mich bringt. So, ich habe mich im Internet noch einmal schlau gemacht. Angeblich ist es tatsächlich möglich, per Missionsspeicherpunkt noch einmal den Rest der Geschichte durchzuspielen, wenn man es irgendwie mit seinen beiden, also mit dem aktuellen und dem vorherigen Speicherpunkt, wenn man es damit irgendwie verbaseln sollte. Puh, das ist schon mal beruhigend zu wissen. Also einer, der hat es bei der letzten Story-Mission angeblich getan und es hat ihm am Ende die Trophäe eingebracht. Weil er in der letzten Mission gestorben ist, anschließend hat er die letzte noch einmal neu geladen per Missionsspeicherpunkt und danach hat er die Trophäe gekriegt. Von daher, ich habe jetzt die vierte Mission noch einmal neu gestartet, habe sämtliche sammelbaren Gegenstände dieses Mal eingesammelt, während die Androiden noch dort gewesen sind, musste am Ende wieder zum Aufzug hinlaufen, aber wenigstens habe ich es dieses Mal geschafft, komplett durchzukommen. Ah, Gott sei Dank. Und jetzt bin ich wieder in Kapitel 5, also das ganze Kapitel wiederhole habe ich jetzt, euch jetzt mal erspart, damit wir jetzt auch mal vorankommen. Hi! Ripley? Ist das Ripley? Ja, ich bin hier. Können wir interagieren? Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Jesus. Müssen wir uns jetzt verstecken oder was ist los? Oder war das jetzt einfach nur... Alter. Wurden jetzt ernsthaft die Transitstationen abgeschaltet oder was? Durchhalten, Taylor. Das hat... Ripley sucht nach Hilfe. Naja, jetzt gerade kauere ich hier vor lauter Angst wegen den lauten Geräuschen. Mal wieder. Ja. Hallöchen, Ausweiskarte. So. Dieses Mal muss ich mich ganz genau Wir haben an den keine Guide Zeit, halten. Ripley. Ja, ich tue ja, was ich kann, aber ich kann hier halt auch nicht durch die Gegend latschen und laufen, wie ich möchte. Leider. Denn, ja, das Alien ist tatsächlich bei der zweiten Hälfte von der vierten Mission permanent anwesend. Man hat nämlich die ganze Zeit irgendetwas in den Lüftungsschächten gehört und ab und zu habe ich sogar aus einem Lüftungsschacht Schleim raustropfen sehen. Das hätte ich eigentlich aufnehmen müssen, aber boah, das nächste Mal, wenn ich so etwas sehe, dann weiß ich ganz genau, okay, da wird definitiv das Alien gerade sein. Deswegen sollte ich, solange da Schleim runtertropft, lieber nicht unter diesen Lüftungsschacht drunter durchlaufen, wie hier zum Beispiel. Das sieht so aus, als ob da auch theoretisch Schleim runtertropft und ja, wenn das der Fall ist, sollte ich lieber mich schön von fern halten. Ich gucke mir nochmal kurz mein Magazin, ach, mein Magazin sage ich schon. Meine ganzen Komponenten an. Ich habe wieder Bindemittel maximal, ein bisschen Ethanol, Ladungszweck, Sprengkapsel, zwei Sensoren, bla bla bla. Ich bin einigermaßen gut bedient, glaube ich. Ich habe auch wieder eine EMP-Mine hergestellt. Geräuschemacher habe ich jetzt nur zwei, weil ich, naja, ich hätte mir einen dritten herstellen können, aber ich habe den einen Geräuschemacher, den ich beim ersten Beenden von Mission 4 benutzen musste, habe ich dieses Mal tatsächlich nicht benutzen müssen, weil ich aus Versehen von den Androiden erwischt worden bin und dann musste ich halt davonlaufen. Und ich habe es zum Glück geschafft, ohne in einen von ihnen hineinzulaufen.
Keine Ahnung, ob das irgendwie von Nachteil. Ich meine, die Trophäe habe ich ja eigentlich schon, dass ich keinen Androiden verletze. Aber. Tja. Irgendwie wollte ich trotzdem nicht riskieren, dass ich am Ende doch noch Schaden kriege. So, jetzt mal ganz ehrlich, wo soll ich jetzt genau lang? Oh, ich bin natürlich genau in die falsche Richtung gelaufen. Ist ja großartig. Okay. Ich hoffe, es wird mir wenigstens erlaubt, hier in der Nähe zumindest aufrecht zu gehen. Laufen werde ich definitiv vermeiden. Ja, ein zweites Mal können wir jetzt auch speichern. Warum nicht? Nutze ich gleich mal aus. So. Ich hoffe, damit ist der Tod, den ich einmal versehentlich erleben musste, was reiner Bullshit ist, weil die Menschen, die habe ich vorher echt null gehört. Vielleicht hätte ich da meinen Bewegungsmelder lieber benutzen müssen. Das hätte mir wahrscheinlich was gebracht. So. Ab hier habe ich das Gefühl, ist schon Jagdgebiet für das Viech. Deswegen. Oh, da ganz weit hinten ist irgendetwas. Irgendwas bewegt sich da. Hallöchen. Diese Dinger sollte ich auch regelmäßiger mal abchecken. Denn durch die Dinger wird meine Karte aktualisiert. Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Oh. Okay, ich gucke mich erstmal hier kurz um. Sieht aber nicht so aus, als ob hier Komponenten wären, die ich benutzen könnte. Auf dem Wägelchen nicht, in den Ecken auch nicht. Schade. Ja, man muss immer vorsichtshalber überall gucken. Alter! Da hinten habe ich gerade etwas gesehen. War das ein Mensch? Oder ein Android? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es nicht das Alien, möchte ich meinen. Oh, yay! Ein kleiner Ausblick ins All. Schön. Was? Alter. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Wer zum... Da drin? Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Dankeschön. Ich hoffe, ich kann dem trauen. Na los. Trödeln Sie nicht so herum. Also weniger was mit Trödeln, mehr was mit fehlendem Vertrauen zu tun. Warum genau sollte ich dir glauben, dass du mich jetzt nicht in irgendeine Falle lockst und erschießen möchtest? Naja, sieht so aus, als ob da einiges an Zeug zu holen ist, aber jetzt gerade kann ich da nicht hin. Leider. Medizinischer Personal, irgendwas. Kriegen wir jetzt einen neuen Charakter zu Gesicht? Hoffentlich nicht einen, der im Verlauf von einem einzigen Part dann wieder sterben wird. Der gute Axel hat ein einziges Mal Schleim auf seinen Ärmel gekriegt und das war sein Begräbnis. Zack, ab ging's in den Lüftungsschacht und danach hat man nur noch blutige Paste von ihm gesehen, glaube ich. Oder einfach nur noch Blut. Hallo? Vergessen Sie die Tür. Die Marshalls haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Okay, die Marshalls. Hm. Ich höre auch Kameras hier. Muss ich aufpassen. Ist hier einer? Jo, das ist ein Lüftungsschacht. Gut. Was ist das hier alles? Sind das irgendwelche Leichenschränke oder was? Sensor. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier in den Regalen. Aha, Taschenlampenbatterien. Keine Ahnung, wie viele ich habe, aber bis jetzt habe ich, glaube ich, nicht eine einzige leer gemacht. Kann das sein? Ich meine, guckt euch das an. Ich glaube, das ist immer noch die allererste, die wir jemals gehabt haben. Und die ist gerade mal zu einem Drittel leer. Ich bin auch sehr sparsam damit. Sehr sparsam. Ich möchte halt selbst in den Lüftungsschächten nicht allzu viel Aufmerksamkeit erregen. Weil ich ganz genau weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die... Also die gute Amanda ist ja nicht die Einzige, die Lüftungsschächte nutzen kann. Oh, Ionenschneider benötigt. Ja. So viel dazu. Okay. Dann mal ab durch den Lüftungsschacht. Ich höre hier jetzt gerade nichts, was mit mir hier durchkriechen könnte.
Aha, und die ganzen Zugänge um mich herum bitte auch. Damit ich keinen unerwünschten Besuch zwischendurch kriege. Ich habe keine Lust, jetzt im Lüftungsschacht beim Leitern hochklettern, so kalt erwischt zu werden wie im ersten Film. Oh, schade. Hoppala. Ich wollte gerade sagen, oh, schade, habe ich wohl knapp verpasst, da. Die Besuchszeiten. Okay. Momentchen. Kurze Unterbrechung. So, weiter. Erst einmal hier wieder überall umgucken. Nach wertvollen Ressourcen umsehen. Schlüsselkarte? Na. Mist. Ah, hier wieder eine Karte. Kurz gucken. Ah, ja. Okay. Ist hier irgendwas? Was ist das hier überhaupt? Strom wiederherstellen? Na. Also eine Tür, die ich nicht aufkriegen kann. Es lief schon mal besser. Ach. Ja. Ich hoffe wirklich, du bist alleine hier. Zumindest was Menschen angeht. Was ein diverses Viech angeht. Diverse Viecher. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt erst einmal davon aus, es gibt nur ein Viech hier. Denn, naja. Theoretisch bräuchte man ja diese komischen Facehugger-Viecher. Um in der Lage zu sein, ein Alien zu produzieren. Mithilfe eines Wirts. Und ich gehe mal stark davon aus, es wird wohl hoffentlich nur ein einziger Typ doof genug gewesen sein, sich zu infizieren. Und anschließend ist ihm das Alien aus der Brust gesprengt. Ich brauche einen Arzt. Hi. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssen den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Mhm. Okay, also hat er sich scheinbar ziemlich gut verbarrikadiert hier. Ja, hoffentlich hast du da drinnen keinen Lüftungsschacht, mein Freund. Oder zumindest einen, der nicht auf irgendeine Art und Weise zumindest so versperrt ist, dass das Dingen da nicht mit Leichtigkeit durchschlüpfen kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Lüftungsschacht ist ja immer noch in der Lage, ihn mit Luft zu versorgen, während er mit so einer Strebe verschlossen ist, würde ich mal glatt behaupten. Was ist denn hier überhaupt? Das hier sieht so aus, als ob ich hier rüber in einen neuen Raum komme. Okay. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Nur dieser Weg hier. Gut. Okay. Ah. Ein neuer Raum. Der hoffentlich irgendwas Gutes für mich bietet. Bindemittel, Komponente B. Okay, bin ich irgendwie in der Lage, Bindemittel zu benutzen. Ja, ich könnte mir eine Blendgranate machen. Eine Blendgranate ist wahrscheinlich das Beste, weil ich davon nur eine bislang habe. Also warum nicht? Zack. So. Immer besser, ein paar mehr von diesen Sachen dabei zu haben. Oh, eine Ausweiskarte. Nice. Mit einem Sensor zusammen. Oh, schön. Nichts kann in einem Horrorszenario so die Stimmung heben wie so ein komisches Wackelkopf-Alien-Viech. Noch eine kleine Karte. Nehme ich gerne mit.
Okay. Ah, und hierüber kann ich den... Okay. Sehr schön. Und ich bin im Kreis gelaufen. Yay. So, wo genau soll ich jetzt hin? Finden Sie Morleys Büro. Na, jetzt natürlich die Preisfrage. Wie kommt man da am besten hin? Ach, hätte ich da durchgehen können. Einfach geradeaus durch, oder was? Ich speichere erst einmal wieder. Und ich glaube, danach beende ich den Part fürs Erste. Wir sind zumindest auf eine neue, lebendige Person gestoßen. Ist doch schon mal etwas, ja? Wir kommen wenigstens jeden Part ein bisschen mehr voran als in den ersten Parts. Ah, und hier die Notfallüberbrückung muss ausgeschaltet werden. Alles klar, gut. Dann habe ich schon mal einen Hinweis, was ich zu tun habe im nächsten Part. Alles klar, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, bläh. Schön, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei mehreren meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.